Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin etwas lädiert, was meine Stimme angeht, aber ja, ich möchte einfach versuchen, noch ein kleines Video aufzunehmen. Titel habe ich hier drauf, kommen wir gleich drauf, aber für die Leute, die jetzt frisch dabei sind, muss ich erklären, was offene Augen bedeutet. Also offene Augen bedeutet, mit einem offenen Geist an dieses Video rangehen, sich nicht auf die Füße getreten fühlen. Das ist eigentlich auch gar nicht Sinn und Zweck dieses Videos, obwohl der Titel vielleicht das vermuten lässt. Es geht einfach darum, vielleicht ein bisschen mehr auch über die Blende mal nachzudenken. Denn, ihr habt ja einen Titel gesehen, wenn die Blende zur Sucht wird. Wie komme ich auf dieses Video? Das ist vielleicht auch wichtig. Ich habe gerade Fotos gemacht für die Fasnacht, also auf Fasnachtssitzungen. Und klar sagt jetzt mit Sicherheit jeder, das ist eine dunkle Location, da ist Bühnenlicht und so weiter und da brauche ich ein lichtstarkes Objektiv. Ist das wirklich so? Also meine Erfahrung sagt etwas anderes. Denn ich möchte ja auf der Bühne keine einzelne Person mitunter nur freistellen, sondern ich möchte eine ganze Bühne einigermaßen gut drauf haben. Gardemädels, das ist 10, 20 Mädchen, die da stehen in 2, 3 Reihen. Wenn ich mit Offenblende arbeiten würde, wäre nur die erste Reihe scharf. Oder ich stelle auf die zweite Reihe scharf, dann ist vorne unscharf und hinten ist schon unscharf. Ich muss also etwas abblenden. Ich muss die Blende als Fotograf situationsbedingt benutzen. Und dann hat man halt immer wieder auch Videos da draußen oder man sieht Bilder, wo man weiß, dass der Fotograf auch im Video ja sagt, er steht auf Offenblende. Also es wird dann bei Einzelpersonen sehr, sehr oft mit Offenblende gearbeitet. Und wenn es nach dem einen oder anderen ginge, dann hätte er gerne eine 0,95er Blende. Also einerseits sehr lichtstark, andererseits eine super Freistellung vom Hintergrund. Aber was passiert bei so einer offenen Blende auch? Was ist der Umkehrschluss dieser super Freistellung? Ich sage immer, der Hintergrund wird weggeballert. Ihr habt eine geringe Tiefenschärfe. Das hässlichste Werbefoto für ein Objektiv, was ich bisher gesehen habe, war für so ein 0,95er Objektiv. Manuelles Objektiv, ein Nachbau, glaube ich, auch ziemlich teuer. Das liegt oft bei solchen Objektiven auch. Dann, also Offenblende kostet Geld. Außer bei dem ein oder anderen China-Anbieter, das weiß ich auch, aber die kann man dann auch nicht ganz so benutzen. Egal, jedenfalls das hässlichste Werbefoto, was ich je gesehen habe, das war von so einem Objektiv, so ein Bild, so ein bisschen von oben fotografiert, eigentlich nur das Gesicht drauf. Das vordere Auge war scharf und alles, was in derselben Schärfeebene war, das war vielleicht auf der Backe dann eine 5 mm höchstens. Nicht mal breite Linie, wo man das Gefühl hatte, da ist noch scharf. Und diese Linie zog sich halt in der Entfernung über das Gesicht, durch die Haare, was vorne, was hinten dran war, war extrem unscharf. Der ein oder andere Fotograf mag das toll finden, weil, wie gesagt, süchtig nach Offenblende. Ich habe das Bild damals, ich war mit Freunden unterwegs, also Bekannten, die nicht fotografieren. Ich habe das Bild damals 2, 3 Leuten gezeigt und habe gesagt, wie findet ihr das? Und die haben gesagt, was ist denn das? Das ist ja total schlecht, unscharf. Was soll das? Dann habe ich gesagt, ja, das lieben gerade die Fotografen. Offenblende, ja, ein Auge scharf, die Nasenspitze schon unscharf, die Ohren total unscharf. Das war eben auf dem Bild auch so. Dann haben die gesagt, zu dem Fotograf würde ich nicht gehen. Und das ist vielleicht auch mal eben ein Punkt, drüber nachzudenken. Wenn jemand zu euch kommt, vielleicht sogar dann Bilder im Studio macht,
bitte blendet ab, dass das scharf ist und nicht irgendwie dem fotografischen Empfinden, was ihr gerade habt, unscharf fotografieren, also das Auge. Das ist ja auch so ein Punkt, ja. Wenn ihr heute über eine Kamera etwas seht, moderne, jetzige Kamera, dann heißt es immer Eye-Autofokus. Wie gut ist der Eye-Autofokus? Weil eben mit so einer Offenblende gearbeitet wird, dass das eine Auge scharf ist. Man sagt auch auf das vordere Auge. Bei manchen Kameras kann man es auswählen, ob man jetzt rechts oder links haben möchte. Wenn ihr ein bisschen die Blende zumacht, habt ihr eine Tiefenschärfe übers gesamte Gesicht und ich persönlich finde das schöner. Der nächste Kritikpunkt, den ich bei einigen, nicht allen, bei einigen von diesen Bildern habe mit dieser Offenblende, ist, man weiß, dass der Fotograf an irgendeinem ganz tollen Ort war, weil manchmal wird der Ort ja angegeben, Beispiel bei Instagram, und du siehst nichts von dem Ort. Gut, es gibt Bilder, da geht das nicht, ist klar. Also da müsste man sehr abblenden, ob das gut ist oder schlecht, ist die Frage. Aber überlegt euch mal, ob es dann überhaupt nötig ist, zu dieser Location zu fahren, wenn man überhaupt nichts davon sieht. Licht hat man überall. Licht hat man auch im Studio. Und im Studio, finde ich, blendet man ab. Da übrigens noch etwas, weil vielleicht der ein oder andere mal Bilder macht, die für ein Plakat sein sollen, die ja vielleicht für ein Composing sind. Bitte abblenden. Wer mal eine Maske ausgeschnitten hat, wer eine Person freigestellt hat, das geht natürlich heute auch mit ja, Motiverkennung mitunter. Aber wenn die Kante, die man jetzt ja auch hier sieht, nicht scharf ist, dann wird das sehr, sehr schlecht. Also ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Man muss dann eine künstliche Kante erzeugen. Das Bild ist aber an der Stelle unscharf. Das ist für einen Grafiker, der da vielleicht wirklich dann das Composing macht, nicht so gut. Ein Grafiker, dem ich meine Bilder geschickt habe für Plakate, der schrieb mich sogar an. Sven, mit was fotografierst du? Das ist ja mal richtig geil, das ist ja mal scharf. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ein altes Objektiv. Wobei, das ist ja nicht der Grund, das ist einfach auch super scharf. Aber ich habe mit Blende 8, mit Blende 11 gearbeitet und er hat frohlockt. Endlich mal einer, der es kapiert hat. Ich kann mit dem Bild arbeiten, weil Unschärfe oder sowas, das kann ich alles machen, aber Schärfe erzeugen, also man kann unscharfe Bilder ja heutzutage auch ein wenig schärfen, aber man sieht das, ja, also es ist halt nicht so ideal. Also macht das Bild bitte im Studio oder für solche Arbeiten eben scharf und nicht unscharf. Noch ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch mal interessant ist, wenn man über Blende redet. Ich möchte das jetzt nicht hochwissenschaftlich machen, aber die Blende ist ein berechneter Wert aus dem Objektivdurchmesser und der Brennweite. Wikipedia hat da übrigens ganz tolle Seiten. Bitte seht da mal ruhig rein. Ihr habt Zeit, ihr habt nichts zu tun. Schaut mal auf Wikipedia im Bereich Fotografie, was dort alles an Wissen zu finden ist. Ist gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls diese Blende, die auf dem Objektiv draufsteht, 1,2, 1,4, 2,8, das hört sich natürlich für viele Fotografen total schlecht an. Das ist nicht die Lichtstärke von dem Objektiv. Wer Kino, also Filmobjektive für wirkliche Filmproduktionen sieht, der wird da gar nicht diese Blende finden, beziehungsweise da steht dann davor T3,5 zum Beispiel. Oder 2,0 oder 2,1, ganz komische Werte. Das ist die Lichtstärke, die wirkliche Lichtstärke, also das, was durch das Objektiv durchkommt und hinten am Sensor ankommt. Das hat nichts mit der Blendenwirkung zu tun, sondern das dunkelt so viel ab. Ich habe schon Objektivvergleiche gesehen. Beide Objektive
gleiche Brennweite, gleiche Blendenöffnung. Und trotzdem hat man an den EXIF-Daten gesehen, dass die Belichtungszeit, weil das war die Variable, um das Bild richtig zu belichten, dass die unterschiedlich war. Oder der Fotograf hat, ich sage jetzt mal, 125. ISO 100 Offenblende im Studio und Testbild gemacht und das eine Bild war dunkler wie das andere. Das kommt von der Durchlässigkeit. Da sind ja Linsen drin, die schlucken Licht. Und das bedenken auch nicht viele. Wer also wirklich sagt, ich brauche extreme Lichtstärke, der muss, wenn er Objektive sich ansieht, auch mal gucken, wie dieser T-Wert ist, vorausgesetzt, ihr findet es raus. Ich glaube, nicht jeder Hersteller schreibt das wirklich dran. Denn man kann ganz tolle Linsen konstruieren, die aber gar nicht so lichtstark sind. Also blendenmäßig, ja, tolle Freistellung, aber eben nicht von der Lichtstärke her. Und man täuscht sich dann. Ja, warum kann ich denn jetzt hier, warum habe ich nicht, ich sag mal, ein Objektiv anderthalb Blenden besser auf dem Papier, aber ich habe immer noch nicht so tolle Werte, die ich mit dem anderen Objektiv ähnlich habe. Also Lichtstärke. Und viele dieser großen, lichtstarken Objektive sind ja auch nur mal Glasklötze. Das ist auch ein Punkt. Ich habe zwei 85 mm Objektive von Carl Zeiss für die Contax-Kamera. Vintage-Objektive. Das eine ist Blende 1,4, das andere ist Blende 2,8. Der Unterschied ist gigantisch. Gewicht, Größe, Qualität sind sie beide gut, wenn man ein bisschen abblendet. Und wenn ich mit dem Lichtstarken unterwegs bin, war ich jetzt bei der Fasnacht, um eventuell mal aufblenden zu können. Aber wisst ihr, was meine Blende war, die ich benutzt habe? Blende 4. Wegen Tiefenschärfe. Also, die Blende ist nicht nur dafür da, dass sie nicht da ist, sprich offen, sondern dass man sie benutzt, dass man als Fotograf sie einsetzt. Wenn ihr mal wieder draußen Porträts macht, falls ihr Porträts macht, traut euch doch mal eine Blendenreihe aufzunehmen und seht euch mal wirklich an, wie scharf das Bild wird. Also das Model wird ja durch die höhere Tiefenschärfe schärfer, die Kante wird schärfer. Klar ist der Hintergrund dann nicht mehr ganz so unscharf, aber seht euch das einfach mal an. Probiert das mit sehr nahen Porträts, also Kopf, mit Oberkörper, mit Ganzkörper und seht euch einfach mal an, wie die Wirkung ist. Einfach, um es mal selber gemacht zu haben, um selber dann zu sagen, okay. Übrigens, es geht ja auch oft um die Unschärfe, um das Bokeh bei so einem Bild. Es gibt Hintergründe, die sind einfach schlecht, um da ein Model vorne dran zu fotografieren. Hohe Kontraste, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, eine Hecke mit Blättern. Da sind ganz tiefe, dunkle Stellen und dann helle Blätter. Das ist so ein unruhiges Hintergrund-Bokeh, das ist selbst total abgeblendet, also da muss man schon wahnsinnig aufblenden können, also nicht abblenden, dass das nicht stört. Probiert das einfach mal aus bei eurem nächsten Shooting, das kostet euch 1-2 Minuten, dann habt ihr das richtig im Kasten und ja, vergleicht mal wirklich am Monitor das Bild. Und fragt auch mal euer Model und fragt vor allen Dingen auch mal Menschen, die mit Fotografie, mit den Modeerscheinungen, Offenblende, nichts zu tun haben, was die darüber denken. Video ist schon wieder lang genug geworden. Ich wünsche euch was. Ciao, tschüss, euer Sven. Kommentare nicht vergessen, Like nicht vergessen und natürlich gerne abonnieren. Und ja, bei viel Spaß bei der Suchtbekämpfung, muss ich ja auch nochmal sagen. In diesem Sinne, tschüss.